So. Bonjour. Der Ansturm für das Abendessen hat begonnen. Eine Bestellung. Jemand möchte einen Ranch-Salat. Oh Gott. Ich überlasse dir die Bestellung. Aber ich gebe dir einen kleinen Tipp. Unser Ranch-Salat wird aus Salat, Tomaten, Mais, Paprika und Zwiebeln zubereitet. Wenn er fertig ist, stell es auf die Servierluke neben die Tür, damit es dem Gast serviert werden kann. Danke. Was? Gehört da jetzt alles mit rein? Ein Ranch-Salat. Kann ich nochmal nachfragen, was du nochmal alles reingehört hast? Hey, du bist es! Salat, Tomaten, Mais, Paprika, Zwiebeln. Salaten, Tomaten, Mais. Paprika. Das Problem ist, ich habe aber keinen Platz mehr. So. Salat. Tomaten. Bonjour. Salat, Tomaten, Zwiebeln und Mais fehlt noch. Wir sind ein gutes Team. Zwiebeln und Mais. Ich habe einfach nichts, was ich gerade auflegen. Und... Schlimmste ist, ich brauche aber trotzdem noch Platz für ablegen. Ich habe einfach ein zu kleines Inventar. Und ich habe schon erweitert. Paprika, Mais, Salat, Tomaten, Zwiebeln. Sterne! Hey, du bist es! Nun, unser Ranch-Salat wird aus Salat, Tomaten, Mais, Paprika zubereitet. Wenn der Ranch-Salat fertig ist, stell ihn auf die Servierluke neben der Tür, damit er dem Gast serviert werden kann. Hoffentlich sehen wir uns bald. Da. Oh je. Hallo! Der Gastronomiekritiker wartet auf das Hauptmenü. Natürlich hat er meine Spezialität bestellt. Das Ratatouille. Bin gerade mitten an drei anderen Bestellungen. Könntest du aushelfen? Bereite ein perfektes Ratatouille zu. Ich habe dich beim Kochen beobachtet. Du schaffst das. Es sind Gemüse und Gewürze und Erinnerungen. Los. Wir sind ein gutes Team. Bereite Ratatouille. Also, Gemüse und Gewürze. Warte. Da stand gerade Tomaten auf jeden Fall. Zubereitet mit Tomaten, drei unterschiedlich gekochten Gemüsesorten und Gewürzen. Au revoir! Okay. Mhm. Tomate haben wir. Salat. Und gut, Mais hätten wir noch. Oregano hätten wir. Basilikum hätten wir. Pflegen.
Also Tomaten auf jeden Fall. Drei unterschiedliche Gemüsesorten. Und da fehlt noch Oregano zum Beispiel. Nein. Tomaten, Salat, Paprika, Gurke, Oregano. Nee. Nee. Oh Gott. Hey, und Ratatouille. Okay. Das ist nur irgendein komischer Salat. Was kommt denn in den Ratatouille rein? Mal Paprika. Wir lassen mal die Gurke weg. Silikum. Oregano. Oh Mist, Mais hatte ich jetzt zweimal. Ich glaube aber auch eher, dass der Salat wegkommt. Egal. So. So. Silikum. Und Oregano. Nee. Das ist aber nicht einfach. Also wir haben 30.000 Gerichte da drin jetzt. Du bist es. Mit Tomaten. Drei unterschiedlich gekochten Gemüsesorten. Drei unterschiedlich. Paprika, Gurke. Mais. Oregano. Zucchini. Ich habe voll übersehen, dass da eine Zucchini liegt. Nehmen die Gurke mal raus. Ablegen. So eine große Zwiebel, ja. Verdammt große. Tomate. Ich habe einmal diese Zucchini übersehen, ne? Tomate. Zucchini. Oregano. Paprika oder Mais? Ja, wir packen beides rein. Ich glaube, es ist wie immer noch gegrillte Gemüseplatte da. Wie macht man Ratatouille? Wir haben, glaube ich, noch kein Rezept, ne? Wir haben noch kein Rezept für Ratatouille, glaube ich. Sie ist noch nicht mal. Sie ist Sushi. Jede Menge Sushi.
Also ich glaube, Zucchini kommt hier mit rein, ne? Weil da drüben war fast alles drin, was ich nicht mag. Ich sehe sie noch nicht mal. Also in den Hauptspeisen sehe ich kein Ratatouille. Nee, mein Salat. Sie hätte nicht bei den Nachspeisen sein. Zander. Na. Wo denn? Ratatouille, da. Ich kann nicht erkennen, was drauf ist. Auf jeden Fall Tomate. Irgendwas Gelbes ist damit bei. Das grenzt halt die Sache nicht gerade ein, ne? Ablegen. Ablegen. Essen. Und dann habe ich das zumindest alles schon mal weg. Fangen wir nochmal von vorne an. Tomate. Hier, nee. Dann nehmen wir die Aubergine mit rein. Ja, Basilikum oder Oregano? Nimm davon mal jeweils zwei mit. Kommt, kann ja immer nur eins rein. Schiene. Paprika. Kini. Ich hab da immer noch Mais. Scheint immer noch nicht richtig zu sein. Krieg immer nur das Ding. Kommt ihr da rein? Wir lassen mal die Paprika weg. Tomate gehört ja definitiv mit rein. Hühner. Versuche ich jetzt mal mit Basilikum. Zwiebel. Ja, Mais. Geht das raus und das rein. Wieder gegrillt ist, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Oder lass das dritte Gemüse weg. Lass das jetzt einfach mal weg. Ich weiß langsam nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß, was falsch ist. Also wir wissen, Tomate kommt definitiv rein.
Was ist bei einem Ratatouille dabei? War noch Zucchini, oder? Was ist da noch mit drin? Mache da du die Gurke mit bei? So. Bonjour. Super mit Tomaten, ja. Drei unterschiedlich gekochten Gemüsesorten. Und Gewürzen. Keine Ahnung. Salat ist kein Gemüse. Also, Salat ist Salat. Ja, mal gucken. Wieder gegrilltes. Jetzt kommt immer nur diese gegrillte Gemüseplatte. Jetzt habe ich einen deftigen Salat. Was kommt denn scheiß Ratatouille rein? Das kann ich auf jeden Fall wieder mit reinnehmen. Den auf. Ich weiß es nicht. Meine Zucchini kommen mit rein. Problem ist, das Spiel hat ja sowieso immer eine Regel. Ich sag nur vorhin Kohl. Mit dem Kohl hat es auch nicht funktioniert. Tomate nehme ich nochmal zwei mit rein. Ist Aubergine mit bei? Also Banane ist nicht mit bei und Forelle auch nicht. Aubergine, Zucchini, okay. Aubergine ist auch dabei. Oder ich lasse das dritte Gemüse weg. Ich mach nur die drei. Ein paar weitere Sachen. Oregano. Ich weiß halt nicht, ob die Realität dafür hilft, aber ja. Ist Mais mit drin? Nee, Mais ist nicht mit drin, oder? Wir bestimmt auch nicht.
Zwiebeln drin. Wenn man jetzt wüsste, ob es halt wie ein echtes. Ich hab hier nichts anderes sonst. Das hier hinten. Ja, das sind fertige Gerichte. Okay. Ich hab nur die Sachen, die da sind, zur Auswahl. Und die Sachen, die auf dem Boden liegen. Tomate, Zwiebeln. Okay. Also entweder eins von beiden müsste da nur mit drin sein. Paprika oder Tomate. Bei fünf Sachen kann ich reinpacken. Ich nehme mal zwei Zwiebeln. Und zwei Paprika. Dann versuche ich es mal. Thymian, Rosmarin oder bin ich selber? Okay, die Gewürze habe ich leider nicht zur Auswahl. Ich habe halt von den Gewürzen nur Basilikum und Oregano. So, Tomate. Zucchini. Aubergine. Dann versuche ich es erstmal mit der Zwiebel. Basilikum oder... Ich habe für mich das... Wahrscheinlich eher Oregano, ne? Basilikum? Ich glaube eher Oregano. Auch, was aber Nonsens aus meiner Sicht. Versuch's erstmal mit Oregano. Okay, das ist anscheinend kein Call, kein Dings über. Oh mein Gott, doch! Kurzschluss, ich liebe dich! Kurzschluss, ich liebe dich! Ich hab's! Endlich! Endlich! Da! Nimm das Kackding! Hallo! Der Gastronomie-Kritiker hat dem Ratatouille 5 Sterne gegeben. Was für eine Erleichterung! Tausend Dank! Weißt du, Daria, du bist eine sehr talentierte Küche. Nein, wirklich nicht. Willst du für mich arbeiten? Also eigentlich habe ich ein Restaurant für dich in meinem Dorf. Es wäre eine großartige neue Herausforderung. Aha. Ich liebe Herausforderungen beim Kochen und es könnte ein guter Zeitpunkt sein, um etwas zu recherchieren. Weißt du was? Das mache ich. Ich komme in dein Dorf und helfe dir mit deinem Restaurant. Moment, beinhaltet dieses Stellenangebot eine Unterkunft? Ich kann nämlich in der Küche, kann nicht in der Küche schlafen. Das wäre nicht hygienisch. Brauche definitiv ein Haus, bevor ich gehen kann. Hoffentlich sehen wir uns bald. Ah, ja. Wir werden zu... Nein. Ja, okay. Bin ich die Sachen jetzt los? Ja, ich bin die Sachen los. Gott sei Dank. Ah, ja. Ey, das war ein Akt mit dem Ratatouille. Ja, mein Kroko. Hallo, Kroko. Möbel. Remis Haus. Oh Gott. Komm. Wir bauen deins dahin. Und wie viel Geld beinhaltet das? Hier noch kurz mit... 15 und dann in die Koje. Mach das. Dann bin ich gleich nochmal oben. Hallo. Remy mag ein kleiner Koch sein, aber er hat einen feinen Geschmack und hohe Ansprüche. Wenn du ein Haus haben willst, das seinen Ansprüchen gerecht wird, musst du schon etwas tiefer in die Tasche greifen. 2000! Ah. Na, wart mir doch verkackeiern. Hey, du! Verkaufen. Ja, gut. Der abgebaut werden kann. Wenn ich das verkaufe, könnte ich. Ich mach das einfach mal. 2000, so. Ich hoffe, ich brauchte den Stein nicht. Aber ich glaube, wenn ich ihn gebraucht hätte, hätte ich ihn nicht verkaufen dürfen. Mit einem solchen Spitzenkoch in der Nähe kann die Wirtschaft des Tales so richtig in Schwung kommen. Oh mein Gott. Remy kriegt sein Häuschen.
Boah, Alter, das war so eine fette ein Villa. Schurke und seine Reichtümer werden bald geteilt. No, Revi ist da. Cute. Dieser Pedoblick, ey. Hallo. Hi. Hallo. Wow, dieser Ort ist wunderschön und kommt mir irgendwie bekannt vor. Hä? Es kommt mir fast so vor, als ob ich schon einmal hier gewesen wäre. Seltsam. Nun, jetzt habe ich keine Zeit mehr, um darüber nachzudenken. Ich habe ein Restaurant zu eröffnen. Herzlichen Glückwunsch. Geil. Wir haben... eine Gestaltung eines Restaurants. Geil. Wir haben Remy bei uns. Schließt Freundschaft. Also mit ganz so vielen kann man auf jeden Fall noch nicht Freundschaft schließen. Da wird bestimmt noch einiges hinzukommen dann. Aber wie lange das teilweise ja eh jetzt schon dauert, also passt schon. Aber ich hatte noch gar keinen blauen Stein. Schillernder Strand, Gästenlande. Okay, das heißt, sie muss am schillernden Strand abbauen. Gut, dass man das hier auch sieht. Oh mein Gott. Also eigentlich wollten wir heute noch Final Fantasy zocken, ne? Wie spät ist es? 20:42. Oh mein Gott, ja. Das größere Problem besteht, glaube ich, halt auch darin, dass ich süchtig bin. Ich bin einfach nur süchtig in diesem Spiel. Das hatte ich lange nicht mehr. Muss ich ehrlich gestehen. Na doch, Stray. Bei Stray hatte ich's. Stray hatte ich auch relativ schnell durchgespielt. Das muss ich im Stream auch noch spielen. Sofern ihr es sehen wollt. Wally, Wally. Willst du mir etwas zeigen? Geh voran, Wally. Wally. Mhm. Was willst du mir zeigen? Ja, guck mal. Da ist was, ne? Tada! Erde. Du willst diesen alten Dreck kaufen, als Garten benutzen? Direktive. Das können wir. Aber wir müssen noch eine Menge Ausrüstung besorgen. Wir brauchen Saatgut, Erdsäcke und ein Spalier. Wally. Ja, das kann ja dauern. Erde kriegen wir. Oder beziehungsweise, nee, Saatgut war's, ne? Huch. Aufgaben. Wir haben auf jeden Fall zwei Story-Aufgaben. Dann noch drei Freundesaufgaben. Und ziele Fortschritte mit Merlin und Ursula. Aua. Ich habe ja gerade wehgetan. Goofy Level 6. Akta freischalten. Donald. Mickey Mouse. Okay.